5 Minuten Kindheitsnostalgie. Ein kleines Projekt, was ich mir ausgedacht habe, da ich mir in letzter Zeit sehr viele alte Videospiele kaufe. Das zweite Spiel, welches ich thematisieren möchte, ist die Olchis Schleime, Schlamm und Käsefuß, welches im November 2002 herauskam und als Minispielsammlung zu verstehen ist. 1990 wurde schon der Grundstein für die Olchis gelegt mit Die Olchis sind da von Erhard Diethe, der Verlagsgruppe Oettinger, welche heute Bücher, E-Books, Hörbücher, Filme, Apps und Spiele vertreiben. Der Titel des Videospiels, um das sich's heute dreht, stammt aus der dritten Strophe, zweite Zeile des Olchi-Liedes, welches auch wieder von Erhard Diethe stammt. Dort heißt es: Muffelfurz und Müllbergschlecker, Abfall schmeckt doch wirklich lecker, Schleime, Schlamm und Käsefuß, das Leben ist ein Hochgenuss. Sollte es eigentlich heißen, aber es heißt Hochgenuss. Das beißt sich hier ein bisschen im Lied und es gibt auch noch verschiedene andere Sachen, die mich ein bisschen an dem Videospiel stören, aber vorher gibt's erst nochmal die Handlung. Das erste, was man dann in diesem Computerspiel sieht, ist ein Tutorial, um die Gegensätze zwischen Olchis und Menschen zu sehen, nämlich sie ernähren sich hauptsächlich von Schrott, Müll und Abfällen und wenn sie Lebensmittel der normalen Menschen konsumieren, dann wird ihnen schlecht. Nach dem Tutorial schaut der Bürgermeister mit seinem Auto bei der Olchi-Familie vorbei und er sagt, dass der Müllplatz nach einem Beschluss des Gemeinderates entfernt werden soll. Für eine erstklassige Minigolfanlage. In 3 Tagen kommen die Bagger. Er sagt des Weiteren auch, ich bin kein Unmensch und gibt den Olchis eine Landkarte für eine nagelneue Müllkippe auf einer Insel. Tja, wünsche angenehmen Restaufenthalt. Hä, schönen Tag noch, sagt er dann und da sieht man schon, dass die Synchronsprecher sich sehr viel Mühe gegeben haben und das werden wir im weiteren Verlauf auch noch sehen. Wutentbrannt zerreißt daraufhin der Vater der Olchi-Familie die Landkarte und unser Ziel ist es dann, als Kind der Olchi-Familie die Landkartenteile zu finden, welche entweder in einem Minispiel sind oder in den verschiedenen Regionen. Die Spielwelten, die wir erkunden werden, sind folgende 5. Das Olchi-Zuhause, die Stadt, das wird wohl Schmuddelingen sein, ein kleines Waldgebiet mit einem Waldhaus, der Hafen und dann das neue Zuhause, die Müllinsel. Folgende Minispiele können wir dann in den 5 Gebieten spielen: Matschknödel werfen, Schimpfwörter, schlampiges Schlammwürmerspiel, Kanallabyrinth, Medizin mischen, Müll trennen, Pümpeltauchen, Tautropfenjagd, Rollerfahrerspiel, lustiges Memory, Leuchtturmspiel, Bootsfahrt und der Familienflug ganz am Ende. Es ist sehr interessant, dass man nicht alle Spiele spielen muss. Manche erreicht man nur, wenn man bestimmte Sachen erledigt. Wenn man zum Beispiel von einem Apfel nascht, was einem im Tutorial verboten wurde, dann kommt man zu einem Minispiel, das ist Medizin mischen. Wenn man ein Minispiel gewinnt, dann bekommt man beim ersten Mal meistens ein Puzzleteil und danach dann Drachenleckerli. Drachenleckerli ist die Währung des Spieles. Wenn wir uns über die Karte bewegen wollen, dann müssen wir dem Drachenfeuerstuhl, dem mehr oder weniger Haustier der Olchis, Drachenleckerli geben, um von A nach B zu kommen. Nicht alle Minispiele sind gut durchdacht. Das Kanallabyrinth war das schwerste Spiel. Die KI war ziemlich stark gegenüber mir und es hat ungefähr eine halbe Stunde gedauert, bis ich dann endlich gewonnen habe. Und das ist vor allem für kleine Kinder ziemlich schwer, weil es ein Kinderspiel ist. Des Weiteren ist das letzte Minispiel, der Familienflug mit dem Drachenfeuerstuhl, ziemlich happig. Denn die Steuerung, die ist sowas von schwammig und es hat mehrere Versuche gebraucht, bis sie erstmal drinne war und dann war das Minispiel auch ziemlich langweilig. Nachdem wir alle Puzzleteile gewonnen haben oder gefunden haben, zwischenzeitlich haben wir sogar das neue Zuhause, die Müllinsel, in ein Minispiel errichtet, reisen wir wieder mit Feuerstuhl zurück zum Zuhause der Olchis und dort sehen wir, die Bauarbeiten haben bereits begonnen, der Müll wurde entfernt. Es gibt schon die ersten Bauarbeiter dort und ich finde es genial, dass die Entwickler sich dabei was gedacht haben, dass in dem Spiel eine gewisse Zeit vergangen ist. Unser neues Zuhause müssen wir natürlich ein bisschen dekorieren, wir müssen es einrichten und die Gegenstände, die wir unter anderem auch in den Minispielen gefunden haben, müssen wir jetzt verwenden, wie Schrott, Fässer, Möbel, Mona Lisa, Biomüll, Sondermüll, so gut wie alles. Jedoch gibt es in dem Minispiel keinen Sound, keine Musik, was sehr merkwürdig ist, weil sie sonst eigentlich alles wunderschön unterlegt haben mit passenden Geräuschen.
Die Matschknödel haben tolle Sounds, die Waldhütte hat tolle bayerische Sounds und alles im allem finde ich das merkwürdig, dass es da keine Sounds gibt. Naja, aber wir werden mit einem anderen tollen Sound oder Musik überrascht, nämlich wenn wir aus dem Haus herauskommen. Hören wir das Euche-Lied. Es gibt noch ein kleines Fazit. Ich mag den spaßigen Humor, ich mag die Akzente. Der Euche-Erzähler verwendet zum Beispiel ein Ö statt einem O. Es gibt das. Es gibt abwechslungsreiche Spiele, Geschicklichkeit, Strategie, Reaktionsvermögen. Das trägt alles dazu bei, neben den farbenfrohen Bildern und der Musik, dass das Kindheitsspiel sehr, sehr gelungen ist. Und dementsprechend würde ich auch sagen, dass die Euchis Schleimeschlamm und Käsefuß ein schönes Kindheitsspiel ist, über das ich mich gefreut habe, es mir wieder gekauft zu haben und gespielt zu haben.